der DPD-Bote war gerade da und hat mir zwei schöne Kisten vorgebracht. Diese werden wir jetzt gemeinsam unboxen. Wir sehen uns im nächsten Clip. So, wie ihr drauf schon lesen könnt, es handelt sich um die AZ-212W Top-Teile von Omnitronic, die wir jetzt mal gemeinsam unboxen. Okay, schnell habe ich gerade schon entfernt, weil das mit einer Hand ein bisschen schwierig ist. Aber das geht mit einer Hand. So. Was kommt uns jetzt entgegen? Einfach weißes Styropor. Nein, nicht mal Styropor. Plastik. Hast du zumindest mal gut eingepackt. Weg. Dann eine Anleitung. Universalanleitung kann man fast sagen. Für die komplette Serie. Und dann die Box. Die hole ich jetzt kurz raus. Wir sehen uns im nächsten Clip. Gerade einmal aus dieser Box raus. Es ist nichts mehr drin, außer einmal Plastik noch. Und dann tun wir mal dieses Plastik-Ding, was übrigens kein Spielzeug ist. Extra nochmal aufgedrückt. Mal abziehen. Was doch mit einer Hand schwieriger ist als Plastik. Wer ihr jetzt schon sehen könnt, ich habe mir die weiße Version bestellt. Ich hole sie kurz daraus. Wir sehen uns im nächsten Clip. So, weiter geht's. Hier sehen wir einmal die Box selbst. Schön in weiß mit einem dezenten Logo. Hier oben sehen wir M8 Flugpunkte. Hinten ebenfalls. Und hier unten das Anschlussfeld. Allen Seiten zwei Tragegriffe. Und ein schöner Strukturlack. Ja, dann schließe ich sie jetzt gleich mal an. So, jetzt könnt ihr auch mal kurz die Box hören. Ich gebe jetzt kurz ein kleines Fazit. Ich habe die zwar gerade erst bekommen, aber bisher jetzt schon mal gerade 2 Stunden durchgehört. Ich muss sagen, sie klingt sehr, sehr gut. Ich habe zwar gerade ein bisschen noch die Bässe mit reingemacht, weil, naja, ist halt ein Top-Teil. Im Gegensatz zu den kleinen 8-Zöllern, die NKB-208, hat das hier schon extrem mehr Wumms. Es ist auch in den Mitten, die sind viel voluminöser durch das Holzgehäuse auch. Die Höhen sind sehr präzise, wie auch bei den NKBs. Also allem ist zwar eine ältere Serie, die AZ-Serie, aber sie ist immer noch richtig schön geil. So, das war's dann für heute für mich. Leider noch eine kleine Anmerkung. Ich hatte mir 2 von diesen Boxen bestellt. Die eine geht jetzt wieder zurück in LTT, weil diese leider defekt geliefert wurde. Hat sich sehr durchgeschossen angehört. Es kamen die Höhen unten aus dem Woofer raus, aus dem Hochtonhorn kam gar nichts. Es kamen keine Mitten, nur komische Höhen aus dem Woofer, was natürlich nicht so gut ist. Deswegen warte ich nochmal auf die zweite Box. Aber das war es jetzt mal von diesem Test und Check sowie diesem Unboxing. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!